Willkommen zurück bei Let's Play Robin. Jetzt machen wir uns auf den Weg nach Wiesenflur. Leider wieder ohne Webcam, weil es im letzten Part unsynchron war, die Webcam. Ich weiß nicht, warum es immer unsynchron wird, diese scheiß Webcam. Naja. Gut, wir sind ja auf Route 117, glaube ich. Ist das Route 117? Ja, habe ich richtig gesehen. Ich habe mein Pokémon in der Pension abgegeben. Als ich es wieder abholte, kannte es eine Attacke, die ich ihm gar nicht beigebracht habe. Ich war total überrascht. Ist ja logisch, die Pokémon werden ja stärker in der Pension. Und wenn sie stärker werden, lernen Pokémon auch neue Attacken. Klingt logisch, ne? Freuen wir uns, dass die Bären hier. Nirbe-Bären. Und meine Katze sitzt wieder bei mir. Allerdings zeige ich sie euch in diesem Part nicht. So, jetzt haben wir insgesamt 9 Nirbe-Bären bekommen. Und ja, ich würde sagen, machen wir einen Doppelkampf. Ich setze Niatom und Fritzelblitz an die erste Stelle. Ich bin hier mit meiner hübschen Junior-Studentin. Ich muss gut sein. Studentin? Naja. Ich kenne mich nicht aus, ich bin Hauptschüler. Okay, Xixax und Makuhita. Normal und Kampf. Im Kampf hätten wir gar nichts. Ich greife einfach mal. Welches Pokémon kann denn meinen Ninja zum Schaden? Eigentlich gar keins, ne? Welches Pokémon kann denn meinen Fritzelblitz am meisten schaden? Ich gehe mal auf Makuhita los. Und Ninja Turm Zornklinge auf Makuhita. Also beide jetzt auf Makuhita. Ach, die Zornklinge trifft ja nicht immer. Headbutt. Greift doch mal Ninja Turm an. Vielleicht trifft ihr Ninja Turm ja sogar. Nein, falsch, ich will nicht Zigzag angreifen, sondern Makuhita. So, und falls Makuhita survived, kommt ein Zerschneider hinterher. Das war der erste. Und jetzt kommt der zweite. So, verpassen wir ihn erst einmal eine Schnittwunde. Pff, das war's, mehr haben sie nicht. Ach komm, den hätte man doch mehr Pokémon geben können. Naja. Kann man nichts machen. Ich bin mit meiner hübschen Junior-Studentin hier. Ich wollte so gerne gewinnen. Tja, Satz mit X, brauch wohl nix. Okay, bist du ein Gegner? Jo, das ist ein Gegner. Ich bin mit dem Triathlon, aber ich dann lass uns trotzdem kämpfen. Also geht, was hast du denn für Pokémon? Dodo? Ja, Dodo. Die Herde Dodo. Ja, was soll ich sagen? Schockwelle, doppelt effektiv. Bonnet Kill. Vielleicht sogar ein Level Up, wenn wir Glück haben. Ah, knapp. Ich habe keine Energie mehr. Dodo machst eine Pause. So, looken wir mal in die Pension, nicht Version, Pension. Ich bin der Pensionsleiter. Ich kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer. Wenn ich eins deiner Pokémon aufziehen soll, sprich mit meiner Frau. Na gut, kannst du gerne machen. Welches Pokémon wollen wir denn hier lassen? Ich bin die Pensionsleiterin. Wir ziehen Pokémon für dich auf. Sollen wir eins für dich aufziehen? Ja. Welches Pokémon sollen wir für dich aufziehen? Ja, Ninjas brauchen wir ja nicht mehr. Nein, dann nehmen wir Ninjas für eine Weile in die Pflege. Schau später nach ihm. Wir können zwei deiner Pokémon nehmen. Möchtest du noch eins in die Pflege? Ja gut. Warum nicht? Hier kannst du meinen Wurmpel haben. Nein, dann nehmen wir deinen Wurmpel für eine Weile in Pflege. Eigentlich wäre es schlau, wenn wir es zuerst entwickeln würden. Dann könnte Papinella Attacken lernen im Wurmpel. Naja, ist egal. Ich lege jetzt eh keinen großen Wert drauf. Bitte lass mich überprüfen, ob du deine Pokémon auch richtig aufgezogen hast. Gut, zeig mir deine 6 Pokémon.
Züchter haben immer 6 Pokémon. Fragt mich nicht warum. Wahrscheinlich weil es Züchter sind, ne? Mit dem Müll musst du mich jetzt nicht nerven. Vierfach effektiv down. Also sie haben nur Müll-Pokémon, keine entwickelten, nur nur Vorentwicklungen haben sie. Meryl, Wasser. Wasser leitet Strom, also sehr effektiv. So, der nächste ist ja wie ein Carvador-Kampf. Level 20. Und es lernt Funkensprung. Welche Attacke wollen wir verlernen? Funkensprung hat 65, kann paralysieren. Und Schockwelle hat 60, trifft dafür aber immer. Ja, Paralyse. Ja, wir haben eine Donnerwelle zur Paralyse. Eigentlich müssen wir Funkensprung gar nicht mehr einsetzen. Ich lasse es mal, so wie es ist. Goldini, Wasser. Schon wieder. Lauter Wasser-Pokémon hat sie bis jetzt. Wingull war ein Wasser, Meryl ist ein Wasser gewesen und Goldini ist auch ein Wasser. Bestimmt hat sie auch einen Carbador. So, was jetzt? Knilz, Pflanze. Ich würde sagen Paralyse. Und ich greife es mit Spezial an, weil ich nicht riskieren möchte, dass Sporn wird. Fritzeblitz irgendwie schädigen kann. Und nochmal, Schockwelle. Ist eine Spezialattacke, das heißt, Sporn wird nicht funktionieren. Tackle. Tja, du hast nur einen Tackle drauf. Das schockt mich jetzt aber, wie schwach du bist. Nein! Dafür kannst du Stachelspore anstatt Sporn wird. Toll! Naja, oh Gott. Ah. Tschüss, Knilz, du hast mich jetzt genug genervt. Ich hätte vielleicht nur bei Ninja Tom, da wäre vielleicht ein Giftbruder gekommen. Ist auch nicht so das sicherste gewesen. Roselia, Pflanze Gift. Paralyse ist immer gut. Er klaut mir ein bisschen Energie. Ah, ich hasse Paralyse. Okay, ich wechsle zu Jungblut und mach schnell. Ich habe jetzt keinen Nerv dafür. Unsere Pokémon sind irgendwie zu stark, habe ich das Gefühl. Ich meine, wir haben schon 20er Level. In dieser Philippe hat man noch nicht so stark, habe ich, glaube ich, in Erinnerungen. Und tschüss, Roselia. Auf nimmer Wiedersehen. Gut, bis jetzt hatte sie 3 Wasser- und 2 Pflanzen-Pokémon und ein Gift-Pokémon. Jetzt kommt ein Normal-Pokémon, Eneko. Ja, Doppelkick, ne? Treten wir diese Katze zum Mond. Und tschüss. Spiele besiegte Pokémon-Züchter Lydia. Ja, sie sehen sehr gut aus. Ah, ich weiß. Was gibt's denn hier im Gras für wilde Pokémon? Langweilst mich, Zigzags. Zigzags gibt's in jeder Route. So wie Ratzfratz oder Taubsi in Game Let's Play. Hey, bleib doch stehen. Die Luft hier ist wunderbar frisch. Nee. Ich trainiere mit meinem Pokémon und bin mit meinen Fähigkeiten echt zufrieden. Die hat wahrscheinlich auch ein Dodo, habe ich in Erinnerung. Ja, genau. Alle Triathleten haben einen Dodo. Komm schon. Nein. Fritzeblitz, nein. Oh, Mensch. Ach, ey. Wobei, Flugattacke ist tödlich. Ninja Tom ist ja vom Typ Geist. Zornklinge. Jetzt bin ich wütend auf dich. Rache für meinen. Wie heißt es? Fritzeblitz. Nein, Verfolgung. Scheiße. Scheiße, es kann Verfolgung. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Vor allem ist Unlicht, und Unlicht ist sehr effektiv gegen den Geisttyp von Ninja Tom, deswegen war das Ninja Toms Todesurteil. Ach komm, warum kein One-Kill? Jungblut, bitte. Das Pokémon hat nur Level 18. Naja, fast alle wie ist der Jungblut. Früher besiegt Triathlet Juliette darüber. Ich glaube, ich muss wirklich mehr üben. Du glaubst, du musst mehr üben. Blablabla, Schneider, weg mit diesem Busch. Und ein Beleber. Damit könnten wir Ninja Tom beleben, auf seine volle KP-Anzahl. Oder geht ein Beleber auf Ninja Tom? Würde ich mich mal interessieren. Ich glaube, ich mache einen Safe State und schaue nach, ob es geht. Ah, jetzt haben wir Knilz an erster Stelle. Und jetzt lässt uns Zigzags nicht fliehen. Zigzags, du nervst. Tschüss. So, ich mache jetzt einen Safe State und schaue nach, ob es ein Beleber auf Ninja Tom geht. Und jetzt geht ein Beleber. Ja, halt seine volle KP. Habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Aber wir sind eh in der Stadt, deswegen gleich in der neuen Stadt, deswegen lohnt sich jetzt nicht. Einst war ich Käfersammler. Heute bin ich ein Käferfreak. Aber meine Liebe zur Pokémon hat sich nicht verändert. Okay, der hat einen Pudox, Papinella und sonst nichts mehr. Doch, noch eins, ah, den Gauder. Versuchst du auch einen Ninja Tom zu bekommen, wie ich? Komm, die fegen alle weg. Mit einer Glutattacke. Ich hasse Sandwirbel. So, heute gibt's gebratener Käfer. Schmeckt auch ganz gut, die Chinesen mögen's. Und jetzt hat Knilz ein Level abbekommen, echt geil. Pudox, wie ich es gesagt habe, und sein anderes ist Papinella. Die Entwicklung aus Shaloko, und Pudox ist die Entwicklung aus Panekon. Und Panekon und Shaloko sind wiederum die Entwicklung aus Swampel. Ja, Level 25 für Jungblut. Schauen wir kurz die Werte an. Jungblut spielt auf Angriff und Spezialangriff. Ja, habe ich im Wiki auch gesehen, wo ich mein Team ausgesucht habe. Den können wir alles beibringen, was irgendwie angreift. Okay, ja, den hätten wir erledigt. Meine Ungeschicktheit ist auch ungebrochen. Was redet denn der da? Naja. Was meinst du? Sind diese Blumen nicht wunderhübsch? Ich habe sie alle selber gepflanzt. Echt? Hast du sie alle selber gepflanzt? Oh, tut mir leid, ich trete jetzt zwar jetzt auf alle drauf, aber egal, dann pflanzt du sie halt neu. Superball. Da ist es irgendwie ironisch, also irgendwie scheiße. Die sagt, sie hat alle Blumen selber gepflanzt und dann liegt hier ein Superball am anderen Ende, wo man da durch die Blumen drüber latschen muss, ne? Schon irgendwie schwarzer Humor irgendwie, aber nur irgendwie. Du, würdest du gegen meine Pokémon kämpfen? Ja, wenn ich muss, du zwingst mich ja jetzt gerade, ne? Züchter mit 6 Pokémon. Aber dafür sind wir gleich im Wiesenflur. Und meine Katze ist wieder bei meinem Monitor. Ich hole einfach Jungblut raus und verpasse 6 Bonnet-Kill-Attacken. Dann haben wir das schnell erledigt. Oh, erstaunt! Doppelkick! Was macht meine Katze? Katze! Also Gary, ich sag Gary. Gary ist meine Katze, ich sag es nur noch Gary. Level up für Knilz. Was machst du da? Also momentan steht er auf meinem... auf dem Karton, wo mein Bildschirm drin war. Den habt ihr ja gesehen im letzten Part. Und jetzt versucht er rein zu kriechen. Okay. Und nein, ich mache meine Webcam nicht wieder an, weil es sonst wieder unsynchron wird. Naja, wir verpassen hier momentan eh nur One-Hit-Kills, also was soll ich jetzt großartiges kommentieren? Rede ich ein bisschen mit meiner Katze. Na, Gary. Ja, was ist, hm? Du
Kleiner Scheiße, ich hasse dich. Du störst mich ständig in meinen Let's Plays. Aber trotzdem werde ich dich jetzt streicheln. Oh, jetzt macht er seine Augen zu. Ist richtig süß gerade. Oh, was? Hat's überlebt? Oh, Makuhita ist ja auch ein Kampf-Pokémon und hat auch sehr viel KP. Ich glaube, Makuhita, ich meine, Hariyama ist das Kampf-Pokémon mit den meisten Kraftpunkten, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob es sicher ist. Ich glaube schon. So, Blut, ich hätte noch Doppelkick einsetzen sollen, aber was soll's. Level 26 für Jungblut braucht 10 Level bis zum Logok. Nur noch. Du hast einfach großartige Pokémon und wir haben schon fast. Wir nähern uns langsam der 30er Grenze. Also wir trainieren unsere Pokémon echt gut. Gut, und wir sind im Wiesenflur angelangt. Wollen wir eine Starterkundung machen? Ich würde sagen, ja. Reden wir zuerst mit diesem alten Herrn. Ich wage zu behaupten, ein Trainer ist nicht qualifiziert, wenn seine Pokémon nicht freundlich sind und sich wohlfühlen. Hast du ihnen Pokémon-Riegel gegeben? Nee, aber wir können es ja machen. Nicht ein paar vielleicht. Lass mich raten, warum du im Wiesenflur bist, wegen des Wettbewerbs. Ist die Wege alle Wettbewerbe. Wettbewerbe, Sprachfehler. Ich muss mein Deutsch trainieren, habe ich heute auch schon in Call of Duty Let's Play gesagt. Wiesenflur, das vom Wind gestreichelte Hochland mit dem süßen Duft des Grases. Okay, was ist hier? X-Spezial ist für jeden Pokémon-Kampf äußerst wichtig. Es erhöht die Stärke mancher Attacken, aber leider nur für einen Kampf. Der Messball ist bei schwächeren Pokémon hervorragend geeignet. Den kannst du nur in Wiesenflur kaufen. Ja, wir können auch welche einkaufen, wenn wir schon da sind. Sie verkaufen keine Items, mit denen man ein Pokémon-Wettbewerb gewinnen kann. Und das bedeutet, dass du deine Pokémon mit äußerster Sorgfalt aufziehen musst. Willkommen, kann ich helfen? Ja, Eneko-Route. Empfehle damit jeden Pokémon-Kampf mit einem wilden Pokémon. War toll. Klingt's kaum. 1000 Pokédoll ist auch sehr übertrieben. Und, ich kaufe mal 5 Nestbälle für 5000, was total untertrieben ist. Diese 1000 zahle ich gerne. Ist ja so viel wie Nuggets, ne? Siehst du die Höhle neben dem Pokémon-Supermarkt? Da ist ein Typ drin, der die Felsbrocken sprengen will, damit er auf die andere Seite gehen kann. Wäre das toll, wenn ich auch dort durchgehen könnte. Ein Besuch in Metaross City wäre ganz einfach. Yes, da werden wir auch gleich reingehen. Ich bin doch zufrieden mit der Anmut meiner Pokémon. Ich möchte hier zum ersten Mal an einem Wettbewerb teilnehmen. Gut, hier sind ein paar Häuser, die ziemlich schlicht gebaut sind. Aus Holz. Holz! Heikes Haus! Okay. Der Wind steht immer so günstig, dass die Asche von Vulkan nie hierher geweht wird. Die Luft hier ist sauber und klar. Hier zu leben hilft auch den schwachen und kränklichen Menschen. Zeig mir doch mal dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon! Es gewöhnt sich langsam an dich. Es glaubt an dich. Pika Pika! Aktivierungsprogramm wieder. Warum flackert immer der Fernseher? Ich dachte, da kommt immer so Nachrichten, aber der flackert einfach nur. Gut, da schauen wir später rein. Erstmal hier. Weit von hier im Prachtpolis City findest du die Pokémon-Liga. Die Trainer dort sind alle geradezu furchterregend talentiert. In der Pokémon-Liga musst du die Top 4 hintereinander besiegen. Das sagen die Regeln. Wenn du gegen einen dieser Trainer verlierst, musst du die Herausforderung von vorne beginnen. Ja, hier erzählen wir uns schon ein paar Infos über die Pokémon-Liga, obwohl wir noch längst nicht in der Pokémon-Liga sind. Wir haben gerade erstmal 3 Orden. Das kann noch lange dauern. Ja, wir können es mal anschauen, wenn wir schon dabei sind. 3 Orden. Den Steinorden, den Knöchelorden und den Dynamo-Orden haben wir bis jetzt. Der nächste ist, glaube ich, der Vulkanorden? Ne, der Hitzeorden ist es, ne? Hitzeorden, ja, Hitzeorden. Blub, 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 ich habe mal schon angesprochen. So, was hast du zu sagen? Haben wir den schon angesprochen? Ich
bin doch zufrieden mit der Anmut meiner Pokémon. Ich möchte zum ersten Mal an einem Wettbewerb teilnehmen. So, und jetzt schauen wir in Heikes Haus rein. Oh Kevin, du findest Heiko nebenan. Aber es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Diese natürliche Umgebung hat Wunder gewirkt bei Heikos Gesundheit. Und nicht nur die natürliche Umgebung, ich denke auch die Freundschaft zu den Pokémon hat ihm geholfen. Was, es hat ihn geheilt? Die Luft, okay. Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er tritt ununterbrochen einen Tunnel, damit er meine Tochter sehen kann. Meine Tochter ist etwas besorgt, deswegen, und schaut jeden Tag nach ihm. Okay, wie du sagst, die Luft habe Heiko geheilt irgendwie. Naja, schauen wir's mal an. Ich habe gegen dich verloren, Kevin. Aber das betrügt mich nicht. Ich habe ein neues Ziel in meinem Leben. Zusammen mit meinem Trainer mache ich mich auf, die Arenen herauszufordern und ein großer Trainer zu werden. Behalte mich ruhig im Auge, Kevin. Bald bin ich stärker als du. Und dann werde ich dich zu einem neuen Kampf herausfordern. Okay, er ist jetzt ein Mann geworden und er ist nicht mehr schwul, okay? Das ist natürlich eine Heilung. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Schwulsein eine Krankheit ist. Nein, nein, nein. Nichts gegen Schwule. Das ist alles nur Spaß hier in diesem Let's Play. Ich meine es natürlich nicht ernst, liebe Hater. Das ist ja alles nur Spaß, was ich hier quatsche. Ich meine hier gar nichts ernst, was ich hier überhaupt rede. Es ist alles nur Spaß, ne? Wir haben uns ja alle lieb, ne? Sogar Schwule habe ich irgendwie lieb. Aber auf irgendeine andere Weise natürlich, ne? Lass mich raten, ich glaube, dich haben wir schon angesprochen. Schauen wir mal auf die Karte, wo wir mit sind. Gut, wir waren ja in Malvern Pro City, da sind wir hierher gelangt und jetzt sind wir hier. Wenn wir hier weitergehen über den Tunnel, sind wir wieder hier in Metaros City. Finde ich eine gute Verbindung. Allerdings müssen wir da erst durch den Tunnel gehen. So, was hast du zu sagen? Mein Papa hat mir das erzählt. Er sagt, der Tunnel sei voller scheuer Pokémon. Sie haben Angst vor lauter Geräuschen und machen einen Aufruhr. Warum musste das Tunnelprojekt gestoppt werden? Aber es gibt da einen Mann, der versucht, einen Tunnel alleine zu graben. Warte, Moment. Wir gehen da jetzt noch nicht rein, erst nachdem wir das Schild angesprochen haben. Metaflur-Tunnel, die Verbindung zwischen Metro City und Wiesenflur. Das Tunnelprojekt wurde abgebrochen. Jetzt sind wir wieder im Metaflur-Tunnel. Hier gibt es auch wieder dieselben Pokémon wie damals. Nämlich immer noch Flurmis, Level 8 oder 5 oder was weiß ich. So in dem Level. Natürlich keine Gegner für unsere 20er Pokémon. Dieser Trainer allerdings schon. Wie nennt man einen ungestimmten Mann im hohen Gebirge? Ein Bergfreund. So, warum nennt man dann nicht auch ein Pokémon in den Bergen ein Berg-Pokémon? Ich wollte schon Bergfreund sagen, statt Berg-Pokémon, naja. Gut, der hat einen Kleinstein, blub. Habe ich so, rate ich jetzt einfach mal. Ninja Tom einzusetzen wäre töricht, denn Kleinstein kann bestimmt Walzer. Und Gesteinsattacken treffen bei Ninja Tom. Er igelt sich eine seine Verteidigung. Und wir treten ihn nieder. Ciao, Kleinstein. So, was jetzt? Ja gut, wir kriegen ja Erfahrungspunkte, also ich meine unsere Physical kriegt Erfahrungspunkte, weil er ist ja den EP-Teil erträgt. Das war Kleinstein Nummer 2. Erinnere mich irgendwie an die Arena von Metaros City. Mapolo, war ja klar, dass das dritte Pokémon ein komplett anderes ist. Aber auch kein Gegner für unser Kampf-Pokémon. Jungblut tritt jeden zum Mond. Meine Pokémon haben alle Energie verloren. Natürlich, meine haben auch Energie verloren. So, was ist denn hier los? Top-Älter gefunden. Auf der anderen Seite dieses Felsens wartet mein Freund. Er gräbt den Tunnel nicht nur, um mich zu sehen. Er reißt sich die Hände auf, um Wohle aller. Ja, den können wir jetzt. Wir können jetzt der Trümmerer. Wen bringen wir jetzt der Trümmerer denn bei?
Junglutz kann Zertrümmerer, ich möchte ihn allerdings Zertrümmerer nicht beibringen, sondern ich schaue besser nach, ob wir noch andere Pokémon da haben, aber hier geht's noch lang. Ansonsten muss ich mir ein Macholo fangen. Oder einen Kleinstein. Wobei Kleinstein ist ja... Kann man hier glaube ich noch nicht fangen. Doch, keine Ahnung, weiß nicht. Noob-like. Level up, level up, level up! Oh, knapp. Base Pokémon kann Zertrümmerer. Keine Ahnung. Ich habe meine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Ja, die liegt hier wahrscheinlich irgendwo. Mal gucken, wo ist die Brille? Wo ist die Brille? Brille? Wo ist die Brille? Brille! Brille, sag da, sag hier bin ich. Brille? Wo ist die? Brille, hallo! Verdammt, wo sind diese? Wo ist diese Brille? Hier ist sie. Schattenglas gefunden. Ich habe meine Brille verlassen. Verloren, nicht verlassen. Meine Brille. Darf ich sie mal kurz ausprobieren? Das ist ein Schattenglas. Das habe ich nicht gesucht. Vielleicht ist meine Brille gar nicht hier zu finden. Und tschüss. Ja, diese Brille, was wir da gefunden haben, die verstärkt Unlichtattacken, wenn wir sie einem Pokémon geben. Und hier ist KP Plus. Sollten wir sofort einem Pokémon geben? Und zwar gebe ich dieses KP Plus meinem Ninja Tom geht nicht, weil Ninja Tom keine nicht mehr als ein KP haben kann. Ich gebe es Junglutz. Jetzt gehen wir zurück und suchen nach einem Kampf-Pokémon, einem Pokémon, das Zertrümmerer kann. Welches Pokémon kann Zertrümmerer? Welches Pokémon kann Zertrümmerer? Ist mir ganz egal. Ne, ich suche jetzt schon eins. Ich glaube und ich fürchte, wir müssen zurück in die Granithöhle. Nein. Und ich kann immer auf der Box nachschauen. Vielleicht finden wir dort ein Pokémon, das Zertrümmerer beherrscht. Kann ein Pokémon eigentlich das wir in der Pension abgegeben haben? Zertrümmerer? Zubat kann kein Zertrümmerer, das kann ich mit Sicherheit sagen. Welches Pokémon haben wir auf in der Pension? Welche haben wir denn abgegeben? Wir haben Rompel und Ninjask abgegeben, aber Ninjask wird kein Zertrümmerer können. Lungenbürden möchte ich auch kein Zertrümmerer beibringen, weil Zertrümmerer eine Form ist, die nicht verlernt werden kann. Außer durch den Attackenverlerner, den wir allerdings erst in Seegraus Sub City kennenlernen. Philomise kann auch kein Zertrümmerer. Ich glaube, ich werde in die Granithöhle gehen müssen. Und mir ein Macholo fangen müssen. Das werde ich jetzt offscreen machen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir einem... Ja, wenn wir einem Pokémon begegnen, das Zertrümmerer kann. Bis gleich. Okay, ich bin hier einem Makuhita in der Granithöhle begegnet. Die Frage ist, wie fangen wir es jetzt? Es hat Level 8 leider nur, aber ich glaube, mit Knilz müssen wir es schaffen können. Ja, ein Statuswert ist immer gut, wenn man ein Pokémon fangen möchte. Das heißt, ich setze jetzt mal Stachelspore ein. Um jetzt paralysieren. Also wisst ihr was, ich wechsle zu Fritzeblitz, weil Stachelspore ist recht ungenau. Da ist es, glaube ich, mit Donnerwelle etwas besser. Ach, Sandwirbel regt mich auf. Donnerwelle! Ich werde auch einen Netzball verwenden. Denn mit dem Netzball können wir schwächere Pokémon gut fangen. So, jetzt setze ich Knilz ein und verwende eine Absorberattacke. Ich hoffe, es ist nicht zu stark, weil Knilz trägt das Item, was Pflanzenattacken verstärkt, was mir gerade nicht einfällt. Wundersaat, genau. Ups, zieht er gar nichts ab. Ich versuche es mal mit Tackle. Vielleicht zieht Tackle mehr ab. Gleich viel. Oh, Makuhita killt uns sogar. Kampf der Mieten. Epische Musik. Und wer gewinnt? Kampf der Giganten.
Wahrscheinlich hätte Knisling jetzt gewonnen, glaube ich zumindest. Aber ich schmeiße jetzt einen Netzball und der wird hundertprozentig drin sein. So, jetzt haben wir unser Pokémon, das Stärke kann. Ich meine, jetzt der Trummerer. Für Makuhita wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Makuhita, Courage, Größe 1 Meter, 86 Kilogramm, what the fuck. Makuhita ist sehr zäh, selbst wenn es im Kampf mehrmals niedergeschlagen wurde, steht es immer auch wieder auf und greift seinen Gegner an. Bei jedem Mal speichert es mehr Energie in seinem Körper für seine Entwicklung. Ne, kein Spitznamen. So, ich gehe dann jetzt zurück in die in den Metaflut-Tunnel und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder. Ich bin jetzt mal spaßeshalber über Blütenburg City nach Metaros City gegangen. Und jetzt sind wir hier wieder in der Höhle. Bringen wir unser Makuhita wieder, das wir gefangen haben. Jetzt der Trummerer bei. Den Orden haben wir ja im vorletzten. Ne, im letzten Part. Ne, im vorletzten Part haben wir ihn ja geholt. So, jetzt it's time to destroy the Felsen. The Rocks. Oh, das sind Felsen, der den Weg blockiert, einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich und daher möchte ich dir diese VM schenken. Das ist Stärke, glaube ich. Ja, Stärke ist es ja. Stärke. Diese VM enthält Stärke. Wenn ein kräftiges Pokémon diese VM lernt, ist es in der Lage, sogar die schwersten Felsen zu bewegen. Heike, nun kann ich dich jederzeit besuchen. Das ist wunderbar. Bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus. Oder bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus. Ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat. Ah, komm, Flummel, nerv mich nicht. Tschüss. Ach komm. Flummel. Scheiß auf Flummel. Ruckzuck hieb. Auf zu plärren, ich weiß, dass es weh getan hat. Aber trotzdem, ich werde dich jetzt fangen. Spaß ist halber. Drin. Keine Ahnung, warum ich jetzt das Flumme gefangen habe. Einfach so zum Spaß. Man kann ja immer einen Flummel gebrauchen. Gut, gehen wir ins Pokémon Center. Heilen schnell Pokémon. Blub, 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 blub. Und im nächsten Part heißt es Wettbewerbe. Wir werden Pokémon-Riegel mixen. Und unser Ninja-Tom, ich schaue schnell nach, ob es geht. Ninja-Tom, Moment. Ja, ich würde sagen, mit Ninja-Tom können wir es machen. Oder mit anderen Pokémon. Mal schauen, also, boah, mit Surtzeblitz wäre super. Okay, dann, ja, bis zum nächsten Part. Ne, im nächsten Part Wettbewerbe. Also Leute, Servus.